und 6.6 ist. Hier haben wir eine Ente. Die töten wir. Scheiß Ente. Verrecke! So. Was haben wir denn hier? Eine komische Landschaft. Wo alles irgendwie vertrocknet aussieht. Dieses Gras, obwohl hier genau neben Wasser ist. Das war doch irgendwie sonst anders, dieses Texture Pack, oder? Ich habe ja gerade eben noch 1.6.6 drauf gehauen und geupdatet halt. Und dann habe ich das Texture Pack einmal wieder drauf gemacht. Vielleicht hat er die hier verändert. Na, hier hinten ist das Gras auf jeden Fall grüner. Das Gras ist grüner. Auf jeden Fall hier. Naja. Hier ist noch ein Schwein, was sich im Gras versteckt. Da unten war ein kleiner Cave auch. Da hinten ist auch so ein kleiner Tümpel oder was es auch mal sein soll. Natürlich kill ich Schweine. Die verdienen es, sind doch die Schweine. Oh oh, ein Creeper. Ja, geh hoch. Du machst doch schon deine Kackgeräusche. Hallo? Willst du nicht? Ja, dann halt nicht. Na, Hauptsache ganz komische Geräusche machen, aber hier nicht hochgehen. Schweine, genau, Schweine müssen vernichtet werden. Da ist ein graues Schaf. Ein graues Schaf muss sterben. Warum? Weil es so ist. Komm her, Schaf. Das ist sogar ein schwarzes. Das ist ein graues, ne? Ja. Bin ich doch nicht farbenblind. Huch, Glück gehabt. Noch ein Schwein. Was tötet möchte, ja. Was sterben möchte, natürlich. Das stirbt auch noch und springt die ganze Zeit hoch und runter. Hier ist auch so ein kleiner Tümpel. Was ist denn hier? Da ist Kohle. Kohle. Give me Kohle. Die Kohle, die sieht hier etwas bläulich aus, so einen kleinen Blaustich drin. Keine Ahnung, was das soll, aber naja. Blaue Kohle halt, ne? Immer diese blaue Kohle. Dann können wir uns ein paar Fackeln bauen und können ein bisschen erkunden. Genau, die Kohle trinkt zu viel, deswegen ist sie blau. Haha. Warum ich alles aus Holz mache, oder damit ich erstmal Werkzeug habe. Ich mache meistens immer einen aus, jedes Werkzeug einmal aus Holz, verbrauche das und dann mache ich halt weiter aus Stein. Das ist so mein Plan. Zum Anfang. Ich habe immer noch einen Mac, den ich neben meinem anderen PC hier links von mir habe. Die ich mal eine Zeit lang benutzt habe, aber mehr zum, soll ich sagen, für Programme, das heißt Photoshop, schneiden und so weiter, aber jetzt, da ich ein i7 habe, ne, geht das doch schon etwas schneller mit dem anderen PC. So, legen wir mal hier 2 Kohle rein. Hier haben wir auch nochmal 14 Kohle, legen wir auch 2 rein. Braten das Fleisch erstmal. Können jetzt Werkzeug aus Stein machen. Wir müssen uns noch Fackeln erstellen. Fackeln gehen so, ja. Brauchen wir noch ein paar Sticks. 20 Sticks. Noch mehr Fackeln. So, ein Stack Fackeln haben. So, ein Stack Fackeln. Das Fleisch ist fertig. Können wir noch eins reinpacken. Ist auch fertig. Und können wir auch noch eins reinpacken. Schön, schön. Das kann weg, das kann weg. Das brauchen wir auch nicht. Erstmal sortieren hier. Das kann auch noch weg. Weg, weg, weg. Sticks brauchen wir. Holz brauchen wir auch. Stein brauchen wir auch. Das brauchen wir nicht. Nicht, nein. So. Werkzeug erstellen. Erstmal ein Schwert.
Genau. Was ich normalerweise an dieser Position habe. 3 ist normal mein Schwert, 1 meine Spitzhacke. So. Bauen wir uns mal 2 Spitzhacken. 2 Schaufeln. Jetzt brauchen wir wieder Sticks. Schön. Alles zu kompliziert hier. Können wir gar nicht klar. So, 37 Sticks. Ist noch ein Holz drin. Schön, schön. So, was brauchen wir noch? Eine Axt vielleicht, eine. Und, was brauchen wir noch? Nichts mehr. Reicht erstmal. So, Sticks können weg, das kann weg. Das kann weg. Schön, schön. Warum nur so wenig Leute zuschauen? Keine Ahnung, 29. Ich weiß es nicht. Ihr könnt ja gerne mal rumschreien, dass ich gerade einen Livestream mache. Ich weiß nicht, sonst habe ich immer die Videos den gleichen Tag hochgeladen. Also an den Tag, wo ich den Livestream mache, habe ich normalerweise an diesem Tag auch das Video hochgeladen. Jetzt habe ich es 2-3 Tage vorher gemacht und scheinbar sind die Leute jetzt nicht mehr da und haben es wieder vergessen. Vielleicht muss ich immer vorher auch noch was hochladen. Keine Ahnung. Vielleicht wissen die Leute das nicht. Warum ist das jetzt hier rausgeflogen? Na egal. Es wird schon wieder dunkel und wir haben immer noch nicht eine Hütte gebaut. Nicht gut. Deutlich schnell hier. Irgendwo habe ich noch hier runtergebaut. Wo war denn das? Hier, ja. Könnte ich hier weiter abbauen erstmal? Da habe ich ja so einen kleinen Unterschlupf, wo dann die Monster erstmal nicht rein können. Mache ich das hinten zu und fertig. Genau, ihr erzählt jetzt jedem, dass ich einen Livestream mache. Und dann, wenn die neu darauf sind, erzählen sie auch irgendjemanden. Und irgendwann haben wir dann 2000 Zuschauer und sind glücklich. Wie gesagt, der erste Livestream war eigentlich bislang am erfolgreichsten. Weil irgendwie 100 Leute dann da waren. Aber das war auch auf dem Samstag. Wo ich denke, weil die meisten Leute Zeit haben. Jetzt ja mitten in der Woche, vielleicht sind noch welche auf Arbeit oder sowas. Keine Ahnung. Aber morgen ist ja Feiertag, von daher. Schöner Feiertag, morgen nicht arbeiten. Wunderbar. So gehört sich das. Sieht mein Kollege hier oben gleich sterben, schätze ich mal. Weil er immer noch AFK ist. Naja, da kann man nichts machen. Gehen wir weiter runter. Genau, mein Beruf ist Profizocker. Mein Beruf ist YouTuber. Hm? Ich verdiene so viel Geld durch YouTube, dass ich dadurch leben kann. Abbauen, alles abbauen. Ich bin von Beruf Minecraft-Tester. Teste für den Notch die neuesten Minecraft-Version. Deswegen habe ich auch gerade 1.7 schon drauf. Sieht man doch, oder? Und der Notch gibt mir 50% von seinem Gewinn durch den Verkauf von Minecraft. Nur dafür teste ich halt die Spiele, ne? Natürlich ein guter Job, ne? Ja, wäre Traumjob. Na gut, Traumjob, ja doch. Fürs Zocken Geld bekommen wäre schon nicht schlecht. Ich glaube, davon träumen ziemlich viele. Kohle. Genau, 1 Million. Ups. Hier ist ja PvP an. Guck mal hier. Kannst du essen. Genau, ich töte ihn. Gravel. Ganz viel Gravel. Viel Gravel. Immer noch 29. Das kann nicht mehr werden. Das gibt's ja gar nicht.
Oh, da hängt ein Gravelstück in der Luft. Ein Gravelstück. Ein bisschen Gravelstück. Alles aufsammeln. Schalte ihn ab. Oder auch schlachte ihn ab. Ich hab schon schalte ihn ab verstanden. Beziehungsweise gelesen. Das ist natürlich ein stylisches Gravelstück hier, ne? Dum, dum, dum. Lustige Musik. Dum, dum, dum. Deutschland sucht das neue Gravelstück. Topmodel Gravelstück. Du Stück. Soll hinter mir schauen, weil da ein Creeper ist? Nein, das würde ich hören. Ich mit meinem neuen Headset, ich höre alles. Alles. Ich brauche. Ich spiele gerade mit Augen zu. Ich spiele nur nach Gehör. Ich bin eigentlich blind. Ist genau wie so, wenn man Ego-Shooter spielt. Natürlich spielt man nur nach Gehör. Ich höre die Blöcke, die rufen mir zu. Bau mich ab, bau mich ab. Kloppen wir mal hier alles kaputt. Wenn wir ganz unten sind, dann sind wir ganz unten. Wenn es gleich wieder Tag wird, könnten wir uns ja auf die Suche machen nach einem Cave oder sowas. Wenn wir hier nichts finden. Vielleicht finden wir ja was. Wieder Gravel. Ich habe einen Zombie im Inventar, oh mein Gott. Ich habe den Portal Mod noch nicht ausprobiert. Wollten immer drauf machen, aber hat irgendwie keine Lust. Und irgendwie passt das auch nicht zum Game. Na, habt ihr bislang was erreicht? Nein, wir haben immer noch 29 Leute hier. Tja, Leute. Das wird wohl nichts mehr, wa? Erstmal habt ihr sogar. Letztes Mal waren sogar so viele Leute da oder beziehungsweise so viel Aufrufe auf meiner Seite, dass einfach meine Seite fast down gegangen ist. Das ist auch sehr genial. Übrigens, der letzte Livestream wurde bei mir hochgeladen bei Zuschauer LP. Könnt ihr euch angucken, wenn ihr wollt. Da haben wir auch irgendeinen Scheiß gemacht bei irgendwelchen Servern, wo wir drauf gejoint sind und dann wurde ich einfach gekickt und gebannt. Das war auch nicht sehr fein. Haben wir alles kaputt gemacht. Wir waren zu böse. Jupp, Runde Mitleid. Immer am Start. Und hier ist halt nix, ne? Nix ist hier. Gar nix. Hier ist nur scheiß Gravel. Dann gräbt man sich hier die ganze Zeit nach unten und dann ist hier einfach nix. Wie gesagt, wenn ihr Multiplayer spielen wollt, dann sucht einen guten Server mit ohne Whitelist mit 1.6.6 und mit genügend Slots. Ja gut, so viele Slots brauchen wir nicht. Wir brauchen ja höchstens 30 Slots, wenn alle mitspielen. Und dann passt das. Ja, F3-Trick, komm. Zack. Ja, F3-Trick sagt, nix hier. Nix in der Nähe. Gar nichts. Doch, da hinten. Ganz hinten. Da, ein Viech. Genau da. Ich glaube, das seht ihr gar nicht, aber da hinten ist eins. Einfach dann im Chat schreiben und dann gucken wir mal. Am besten Server, die protected sind, das heißt, wo man nicht alles kaputt schlagen kann.
Mir ist doch irgendwie letztes Mal aufgefallen, dass das irgendwie alles kaputt macht. Also, ihr seid alle böse. Macht die ganzen Server kaputt. Das kommt da nicht so gut. Nachher bin ich auf jeden Server gebannt. Kann nirgends mehr mitspielen. Weil ihr alle wegen mir draufgegangen seid und alles zerstört habt. Ja, wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr einen habt, könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben, hier im Chat oder sowas, oder einfach in den Chat reinschreiben. Ich guck da mal. Ob ich Tipps für einen Let's Player habe? Schon einige, aber naja, ich bin auch nicht der erfolgreichste Let's Player, also. Es ist halt einfach nur eine Sache, bei YouTube erstmal gefunden zu werden. Es gibt so viele Let's Player. Das ist der Hammer. Minecraft spielt eh zurzeit jeder. Von daher, meine Minecraft-Videos zu finden, irgendein neuer. Die meisten kommen ja durch meinen Tutorial-Channel rüber.